Okay, meine lieben Freunde, was geht ab? Wir sind bei Shake Shack und ich will es heute ein für alle Mal klären. Shake Shack oder In-N-Out? Da streiten sich die Gelehrten. Zum Beispiel Sydney ist so eher auf der In-N-Out-Seite. Bei den Arms. Ich muss sagen, ich habe beide schon gegessen. Und ich war immer auf der In-N-Out-Seite. Ich habe das letzte Mal Shake Shack gegessen. Es war aber auch sehr, sehr stark. Deswegen werde ich heute Shake Shack essen und morgen In-N-Out. By the way, Jello ist richtiger Shake Shack-Fan und er ist richtiger In-N-Out-Fan. Alles wird mit einbegriffen. Ich erkläre euch das Punktesystem. Und am Ende des Tages wird dann entschieden. Riesiger! Hier geht wieder ein Tipp über dich. Holiday Shakes. Du hast Lust auf exotische Süßigkeiten aus aller Welt? Dann geh jetzt auf www.kingcans.de und schau dir den Shop mit den vielfältigen exotischen Auswahlen an. Mit dem Code TRIO10 bekommst du 10% auf deine gesamten Bestellung. Jetzt, meine lieben Freunde, betrachtet, wie schnell man 30 Euro verliert, wenn man beim Fastfood ist. Das ist Ausrede Geller. Ausrede Geller? Alleine wie der Laden hier aufgebaut ist, wie clean, dass sie mit LEDs arbeiten, dass alles schön sauber ist, schön breit, du kannst draußen sitzen, alles perfekt durchdacht. Preis, ganz kurz mal, ohne diesen Tipp, $25. Ich hatte einen Cheeseburger, ich habe Nuggets, ich habe große Getränke, ich habe extra Soßen. Der Burger 7,40 €. Aber der ist klein. Werden wir auch gleich sehen. Der ist sehr klein. Ganz normal, ganz stinknormal. Nein, that's not it. Du nimmst Double. Dann nehmen wir Fries. Und ich nehme mal, das ist ganz neu hier. Digga, ein Shake hat 1000 Kalorien. Eddos. Eddos. Eddos, wie ist das Essen hier? Oh mein Gott, Bruder, wieder für meine 3 Dogs. Daniel, ein kleiner Edis und ein kleiner Mezzo-Mix-Medi. Was er aber für ein Fitnerstifter ist. Er ist Barello, oder? Was macht der für Fitner? Okay, komm mal her jetzt. Oder $5 für eine Homemade Limo groß? Wir sind bei einem Fast Fastfoodladen. Ein Menü kostet $5. Bei oder in der Cola, in dem Bühnerladen kostet auch $2. Du hast hausgemachte die Limonade. Die ganze Zeit. Guck mal, ihr müsst wissen, oder hier ist Partei. Was? Oder wir zahlen hier 3 Burger, eine Pommes und 3 Getränke, $40. Ja, Jungs, soll ich es? Jungs, wer bezahlt jetzt? Was machst du da? Jungs, wer bezahlt Jungs, ich geh kurz auf Klo, ja? I have a question. What do you think? Is Shake Shack besser or In-N-Out better? In-N-Out? In-N-Out. Wie teuer ist In-N-Out-Burger? Ich weiß nicht genau, ich glaube so $3-4. Ich würde $3-4 für einen Burger, was gleich groß ist wie Shake Shack. Ja, größer. Größer? Ja. Ich würde rennen zu In-N-Out-Burger und hier vor Haustür kacken, oder? Was? Was sagt er da, Jello? Ich muss dir überlegen, über Free Asian Post. Ich habe mit Käse bestellt, man sieht, ich habe aber keinen Käse bekommen. Nein, ich habe außerdem falsch bestellt. Der ist schon sehr klein, Digga. Der ist schon sehr klein, aber er ist auch sehr lecker. Ist klein, ja, ist klein. Ja, guck mal, wie geil das Brot aber ist. Einfach geil, weißt du? Ihr müsst euch den Bissen auch richtig vorbereiten. Ihr müsst ihn mit dieser Soße hier einschmieren, dann macht ihr die Pommes hier noch so rein und dann geht jetzt. Und hier unten ist es zu. Siehst du das? Bruder, halt's Maul jetzt, Digga. Nicht jeder kann hier für 30 Euro essen gehen, ja, und geht für einen Zehner. Was hochqualitativer ist, das ist Fast Food. Wenn ihr sehen würdet, wie er die ganze Zeit hinter der Kamera lacht, ne? Oh, 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 oh. Ein Haar in meinem Burgie. Nein. Nein. Das hast du selber reingemacht. Nein. Ja, du Kek. Guck mal, bitte. Guck mal. Ey, das ist jetzt krass, Bruder. Wieso immer ich Arme mache? Ja, Bruder, weil du doof bist. Ich hab keine Limonade jetzt mehr. Noch nie Shake Shack in Amerika gegessen. Ne, ist kalt oben. Erstmal oben, ich sag ehrlich, cool kalt. Das Ding hat $8 gekostet. Also bei In-N-Out, der Cheeseburger ist anders. Digga, das, was ich geholt habe, das ist der Shake-Shake-Burger. Das ist der Burger. Bruder, das was ist ein ganz für ein normaler Burger? Cheeseburger, den man hier bestellen kann. Nur Vollidioten bestellen sich hier den ganz normalen Cheeseburger. Boah, du gehst hier hin und holst. Ja, das ist krass, Digga. Das ist so, als wenn du in den Dönerladen reingehst und du bestellst so ein Das ist nicht der normale Burger. Der bestellt sich so einen Burger hier. Wie soll der $8 kosten? Ey, der geht den ganzen nach. Ist gut, ne? 7,19 €. Und der kostet 7,39 €. Aber wer bestellt sich den Burger? Ja, Bruder. Jetzt kommen wir zu den Pommes. Und die finde ich geil. Nein. Jello, was sagst du hierzu? Oh. Ein nicht zu kurzes Haar. Ach so, das ist von mir. Das ist wieder geskippt. Ja. Das ist eine Picklock. Das ist aus der Küche. Burgie war viel geiler hier als in London, auf jeden Fall. Aber was das Problem war, wir haben ja extra nicht so scharf geholt, extra Pepperoni. Ich schwöre, mein Burger war oben nur mit Pepperoni. Ja, übertrieben, viel, ne? Zu viel.
Aber sonst gebe ich Shakes halt eine 8 von 10 hier. 8,5. Ich weiß nicht, ob ich die bei In-N-Out bessere in Erinnerung hatte, aber ich finde die schon sehr, sehr krass. Wir sind jetzt bei In-N-Out, vorher waren wir bei Shake Shack. Preis, Leistung, alles dies und das. Am Ende kommt die Bewertung. Wir haben hier welche, die haben noch nie In-N-Out probiert. Das ist Eldos, Musti und Melina. Das finde ich schon mal nicht so gut. Normale Hamburger mit Pommes und Getränk. Nachfüllbar. $7,95. Ich bin gespannt, wie vier Personen, wie viel Essen kostet. Und wir haben alle im Menü. Alle im kompletten Menü. $41. Wir haben alle auf die Kacke, wir haben alle im Menü. Das ist wirklich ein riesen Pluspunkt für mich. Also Preis-Leistung, doppelt so gut, ne? Ganz verrückter Call Dr. Pepper. Wie wenn du dir so einen perfekten Cheeseburger vorstellst, so einen Gramm-Burger. Gramm-Burger vorstellen, genau so sieht der aus. 1:1 Krabbenburger. Hier sind die Burger. Geil oder geil? Die sehen wirklich einfach aus wie Krabbenburger. Also der sieht wirklich, also vom Aussehen her, geht jetzt schon mal der Punkt für mich an in den Out. Was hier besonders ist, die machen eine ganze Scheibe Zwiebeln drauf. Ich mag Zwiebeln. Können wir Pommes probieren? Okay. Boah, ja. In der Out ist schon sehr heftig. Aber die sind nicht so frisch, groß, nicht so warm. Oder? Roland, du wisst ihr, lass mich jetzt auch essen, bevor mein Essen kalt wird. Ich sage, das ist Messi gegen Ronaldo und der Fastfood-Burger-Wert. Das eine ist nicht schlecht und das andere ist nicht schlecht. Manche mögen die, manche mögen die. Und ich sag's jetzt, das ist ein richtig geiler Burger. Der ist richtig fettig. Mhm. Das ist auch so Anime-Style. Was? Ich muss aber sagen, dass der Shake Shake wirklich besser schmeckt. Es schmeckt nur der Geschmack schmeckt ja besser. Ich sage ich nichts gegen. Ich würde sagen, das hier ist so wirklich so eine 8 in der Fastfood-Welt. Und der Shake Shake ist eine 8,5 bis 9. Soße beim Shake Shake ist 1000-mal besser. Was sagst du? Ich finde Shake Shake viel besser. Was? Also ich finde die Pommes bei Shake Shake viel besser. Und irgendwie mein Burger ist nicht so saftig. Aber vielleicht mag ich auch mehr, wenn das Brot so weich ist. Aber das Getränk ist hier besser. Das schmeckt mehr nach einem Cheeseburger. Das schmeckt mehr nach einem Cheeseburger bei McDonald's. Shake Shake schmeckt nicht so. Was? Oh, nee, nicht Chicken, ja. Alles gekriegt. Bruder, ich wollte diese, Bruder, diese Zwiebel ist größer als mein Kopf. Was soll ich machen, Bruder? Ich mag keine Zwiebeln, also nicht so heftig. Ja, man merkt gar nicht, dass so viel drauf ist, ne? Doch. Ich schwör's auf jeden Fall. Mutzi? Mein kleiner Burger. Ich sag selber, Geschmack in den Out. 8, Shake Shack 8,5. Preis-Leistung in den Out 10 ist eine 10. Sorry. Shake Shack ist leider eine 7. Weil lecker ist, 7,5. Mein erstes Mal in den Out. Und ich muss sagen, Pommes sind wirklich fatal. Aber das habe ich mehr erwartet so. Weil der Burger ist wirklich so ein bisschen, finde ich, so auf E-Mac so angelehnt, so in dieser Richtung so. Aber ich finde den Burger schon stark. Geschmackstechnisch finde ich Shake Shack auch besser. Hier ist der Preis aber OP. Eli hat recht. Eli, das ist Dumbia und so. Das ist Ibarbo. Oder das ist von diesen OGs. 10 von 10 preislich, aber für mich Shake Shack auch besser. Sorry, Rita. Bisschen Pommes gegessen. Dog shit. Ist schon so wirklich nicht gut. Also da ist Shake Shack wirklich dreimal so gut die Pommes. Das ist heute kein guter In-N-Out-Tag. Real Talk. Also der Burger war nicht wirklich. Gestern es war, ist wieder zweite Shake Shack-Tag. Gestern war kein guter Shake Shack-Tag. Ja. Aber wir haben auch so einen Laden, der ist leer einfach. Normalerweise im Laut ist full. Ich fange an bei Pommes. Pommes, dreimal so gut. Pommes, Shake Shack, so eine 8 von 10. In den Ort wirklich. Die Brees heute? 5 von 10. Ja, wirklich. Die heute waren wirklich eine 5 von 10. Hätten die mal gut erwischt. Burger ist für mich same level. Andere Art, aber beide gut. Ja, ich finde beide gut. Ich finde beide so gleich gut. Du hast Angst vor der Wahrheit, Bruder. Mensch, Geschmäcker sind verschieden, Digga. Aber jeder mit einem halbwegs normalen Gaumen sagt, dass Shake Shack ein bisschen besser ist. Sie haben nur Angst vor dem. Oder wir haben so viele Amis gefragt, die haben auch alle Shake Shack in und out gesagt. Du hast Angst vor der In-N-Out-Burger-Community. Ja, ey, bitte shitstalk mich nicht in den Kommentaren. Meine Soldaten, geht los auf Jello und Melina. Was? Melle, was? Melle, packt sie. Preis-Leistung. Denkst du auch super, aber da kostet $5 und Hälfte Eis. Ja, hier kannst du refillen ja und schmeckt gleich. Dumbia. Oder wie er das gut redet, ne? Preis-Leistung in den Augen ist eine 9. Nein, das geht gar nicht billiger. Oder, also, oder was geht da? Preis-Leistung oder so ein Burger? Also, ja, Leistung, Bruder. Komm, es geht ja trotzdem besser. Einen schlechten Tag erwischt. Und Shake-Shack Preis-Leistung 7,6. Ist schon eine 7, weil es ja gut. Digga, wir haben Gleichstand. Bin ich fein mit. Ich beende das Thema hier. Ist da ein Shake-Shack und ist da ein In-N-Out? Nebeneinander. Würde ich zu Shake-Shack gehen. Brau. Echt zu In-N-Out. Weil ich auch ein großer Pommes-Fan bin. Du bist reich. Ja. Was? Ja. An alle, die schon mal bei Shake-Shack oder In-N-Out waren, oder bei beiden, schreibt in die Kommentare, was ihr besser findet. Schreibt mir in die Kommentare, was ich noch für ein Böses machen kann. Was? Zitrone. Oh. Schreibt in die Kommentare rein, wo wir noch so ein Battle machen können. Shake Shack in den Haus, zum Beispiel Chick-fil-A und noch irgendwas. Das war's mit dem Video. Lasst ein Abo da. Checkt die anderen Jungs an. Haut da rein, Freunde.